So, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Wudive TV. Heute mit meiner neuen Reaktion auf russische Welt TV. NATO-Territorium unter Beschuss. Ukrainische Raketen schlagen in Polen ein. Artikel 5? Fragezeichen. Ist jetzt Krieg? Wir gucken mal, was Alex... Ja... zu den neuesten Ereignissen in Polen zu sagen hat. So, da wollen wir unser neuestes... da ist es. So. Ich würde sagen, wir machen mal Musik aus. So, Kamera an. Und es kann losgehen. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu diesem weiteren Video. Ich möchte hier an dieser Stelle einmal kurz natürlich den brisanten Zwischenfall von gestern einmal aufgreifen. Und zwar geht es natürlich um den mutmaßlichen Raketeneinschlag auf dem Territorium von Polen an der Grenze zur Ukraine, wo angeblich auch zwei Menschen bei diesem Vorfall gestorben sind. Angeblich sind da zwei Menschen gestorben. Kann natürlich auch sein, dass die da einfach nur irgendwelche Leichen angekarrt haben und die dann da hingelegt haben, damit das so aussieht. Angeblich. Wenn die sagen, da sind zwei Leute gestorben, dann sind dabei zwei Leute gestorben. Was gibt's denn da angeblich? Also gestern, muss ich sagen, war ich den ganzen Tag unterwegs. Da hatte ich keine Möglichkeit, jetzt irgendwie operativ darauf schnell zu reagieren, war jetzt vielleicht im Nachhinein auch besser so, ja, weil jetzt auch natürlich mehr Fakten dazu bekannt sind und es allgemein auch mehr Klarheit gibt über diesen Vorfall. Also gestern war ja noch die Panik groß, die Gemüter erhitzt, keiner wusste wirklich, wie es jetzt weitergeht. Ein großes Geschrei herrschte auch in den westlichen Propagandamedien wie immer. Und natürlich, wie auch schon so oft, also dafür gibt es auch schon zahlreiche Beispiele, die Leichen sind noch nicht mal abgekühlt, waren noch sozusagen auf Körpertemperatur und der Schuldige stand aber zu dem Zeitpunkt schon fest. Wie schon sehr häufig, wie gesagt, und natürlich waren es auch dieses Mal wieder die Russen, wer auch sonst. Ja, da hat Alex natürlich wieder die richtigen... unabhängigen, neutralen Medien eingeblendet. Ne? Wie wir alle wissen, sind Express und Bild ja diejenigen, die am neutralsten sind. Ist ja klar. In den Propagandamedien wurde natürlich auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich bei Polen um NATO-Territorien handelt. Daher haben sie auch natürlich den bekannten Artikel 5 der NATO-Satzung ins Spiel gebracht. Heute heißt es aber wiederum unter anderem von Herrn Biden, unter anderem auch von der Führung in Polen, von Herrn Stoltenberg, dass es entgegen der Vermutungen von gestern wohl doch keine russische Rakete war, sondern dass es sich um eine Rakete handelte der ukrainischen Luftabwehr, dass bei einem Versuch der Luftabwehr russische Raketen abzufangen, entsprechend das polnische Territorium getroffen worden ist. Ja, wobei es da auch gewisse Ungereimtheiten gibt, also dann würde ja die Luftabwehr sozusagen nach hinten schießen in die andere Richtung. Ja, also so viel auch nochmal zur... Ja, vielleicht schießt die ukrainische Luftabwehr in die verkehrte Richtung. Vielleicht... fliegt die Rakete aber einfach nur in die verkehrte Richtung, weil das, so wie ich das gelesen habe, ja so eine Hochpräzisionswaffe, eine S-300 ist, aus russischer Produktion. Und, naja, die fliegen vielleicht schon mal in die verkehrte Richtung. Könnte ja sein. Oder auch nicht. Wer weiß es. Hochgelobten und hochgepriesenen Luftabwehr.
in der Ukraine. In der Vergangenheit haben übrigens auch Ja, die hochgelobte russische Flugabwehr, ne? S-300 ist in Russland produziert. Also, wenn die verkehrt schießt, ja, woran liegt es dann? Wer weiß es? manche Leute bei ähnlichen Situationen, also wenn es irgendwie Raketeneinschläge gegeben hat auf dem Territorium der Ukraine, da haben einige Leute gesagt, ja okay, ich überlege gerade, wie formuliere ich das jetzt am besten noch angesichts der neuen Gesetzesänderung in Deutschland. Also einige Leute haben manchmal gesagt, nicht ich, ne, also ich Einige Leute haben manchmal gesagt, Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel. Wer hat was wann gesagt? Ist ja nicht so schwer. Darf man in Deutschland sagen. Man kann sagen, der Herr Müller hat dann und dann in dem und dem Medium geschrieben, gesagt, in dem Fernsehen gesagt, dass das und das passiert ist. Gibt es überhaupt kein Problem mit. Aber irgendjemand hat irgendwann, irgendwo, irgendwie was gesagt. Und das stimmt ja, was der irgendwie, irgendwo gesagt hat. ich habe es nicht gesagt, aber einige Leute oder anders gesagt, böse Zungen. Ich hab's nicht gesagt. Ich frag nur für einen Freund, Alex. Böse Zungen haben in der Vergangenheit immer wieder behauptet, dass manche Raketeneinschläge in Wohnhäuser auf dem Territorium der Ukraine ebenfalls nicht von russischen Raketen kommen, sondern aufgrund der Raketen der ukrainischen Luftabwehr, vor allen Dingen in die Wohnhäuser eingeschlagen sind. Wie gesagt, das gab da so manche Behauptungen von einigen bösen Zungen. Ja, von einigen bösen Zungen, die behaupten, dass nicht die Russen die Wohnhäuser beschießen, sondern dass die Ukrainer das mit ihren S-300 Flugabwehrraketen machen. Ja, macht ja auch Sinn. Würde ich ja auch machen. Und das Ganze dann unter False Flag den Russen in die Schuhe schieben. Klar. Macht ja jede Kriegspartei so, weltweit. Gut, was in dem Fall jetzt rein theoretisch formuliert jetzt für diese These sprechen würde, ist natürlich, dass ja laut der westlichen Propaganda, laut unter anderem auch dem britischen Geheimdienst, gehen ja Russland schon seit Monaten die Raketen aus. Da hat ja Russland vielleicht noch ein paar Raketen, die man an einer Hand irgendwie abzählen kann. Und natürlich, wenn man jetzt noch vielleicht irgendwie 5 oder 10 Raketen im Lager hat, also von den Marschflugkörpern jetzt natürlich schießt dann Russland, verwendet Russland diese Raketen, um auf Wohnhäuser zu schießen. Ja, nicht auf irgendwelche militärischen, relevanten Ziele, sondern eben auf Wohnhäuser. Ja, ist natürlich auch vollkommen logisch. Genauso wie übrigens auch hier in diesem Fall. Also wenn Russland schon irgendwelche Raketen aus Versehen auf das Territorium von Polen schießt, ja, schießt Russland natürlich einfach in die Nähe von irgendeinem Kuhdorf seine Raketen, anstatt aus Versehen beispielsweise auf also dorthin die Raketen zu schießen, wo der Umschlagsplatz ist, der Hauptumschlagsplatz von den westlichen Waffenlieferungen in die Ukraine. Ich glaube, die Stadt. Alex, wenn man aus Versehen schießt man nirgendwo hin. Entweder schießt man absichtlich irgendwo hin, oder es passiert aus Versehen, dass eine Rakete irgendwo landet, wo sie nicht landen sollte. Dann ist das aus Versehen. Das ist ein Unterschied. Heißt Jeschow, wenn mich nicht alles täuscht, aber kann da jetzt auch falsch liegen. Also um das Gesagte und auch das Geschehene einmal kurz zusammenzufassen, haben wir de facto, aus Versehen oder nicht, tatsächlich einen Angriff seitens der Ukraine, seitens des Kiewer Regimes auf das NATO-Territorium. Ja, also eigentlich müsste ja hier
Artikel 5 normalerweise gelten. Ja, ne? Also, wenn aus Versehen auf NATO-Territorium eine Rakete fällt, die von der Ukraine kommt, dann ist das klar ein Angriff. Ist ja logisch. Ist ja aus Versehen passiert. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, zumindest würde ich das jetzt an dieser Stelle nicht ausschließen, dass es auch eine absichtliche Provokation seitens des Kiewer Regimes sein könnte, weil die Ja, das war ja klar, Alex, dass das jetzt kommt. Die Ukrainer, die Milliarden von Militärunterstützung vom Westen bekommt, der schießt absichtlich eine Rakete auf Polen, um damit die NATO in den Konflikt einzubeziehen. Alles klar. Ach Alex, was willst du uns denn jetzt schon wieder erzählen? Wenn es wirklich rauskommen sollte, dass die Ukraine absichtlich eine Rakete auf das Gebiet von der NATO geschossen hätte, dann würde von heute auf morgen die NATO und die USA keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Und ich meine, ich weiß ja, dass du den Selenskyj und die Ukrainer für doof hältst. Aber so doof können die jetzt wirklich nicht sein. Also, das glaube ich einfach nicht. die ja auch daran interessiert sind, wie Selenskyj auch immer wieder fordert, dass die NATO stärker auch militärisch sich an diesem Konflikt beteiligt. Und die haben natürlich jetzt in Anführungszeichen die Freunde des Kiewer Regimes, diesem Kiewer Regime wiederum in dem Sinne ein Messer in den Rücken gerammt. Ja, haben da auf jeden Fall nicht mitgespielt. Und die Frage, die sich hier stellt, ist in dem Fall die: Warum die USA, die NATO, jetzt in dem Fall auch die polnische Führung, diesmal scheinbar ehrlicher waren als bei anderen, bei ähnlichen. Warum die diesmal ehrlicher waren? Ja, vielleicht, Alex, sind die immer ehrlich. Vielleicht versuchen die immer die Wahrheit zu sagen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube nicht. Ähnlichen Fällen, wo wie gesagt, wie ich gerade eben erwähnt habe, böse Zungen immer wieder behauptet haben, dass einige Einschläge, einige Raketeneinschläge in der Ukraine, unter anderem auch in Wohnhäusern, möglicherweise, wie einige böse Zungen wie gesagt behaupten, auch von der ukrainischen Luftabwehr stammen könnten. Also die Ja, also möglicherweise könnte das so sein und da hätte der Westen ja eigentlich sagen können, es waren nicht die Russen, es waren die Ukrainer, weil es ist ja möglicherweise vielleicht so eventuell passiert. Ne? Ist ja klar. Macht man ja dann so. Die Antwort darauf ist im Endeffekt ganz einfach. Ich habe darüber auch schon oft in der Vergangenheit gesprochen, in den vergangenen Videos, unter anderem auch, als es im Sommer um die Blockade von Kaliningrad gegangen ist. Da ist im Prinzip genau dasselbe Spiel, dass im Endeffekt jeder Anstieg der Spannungen, jeder Anstieg der Eskalation zwischen Russland und der NATO am Ende Russland in die Hände spielt. In der jetzigen Situation, in der jetzigen taktischen und strategischen Situation wäre im Fall einer neuen Kuba-Krise Russland im Vorteil gegenüber der NATO, den USA und dem Westen. Ich werde jetzt auch nicht ins Detail gehen, warum das der Fall ist. Ja, wird dann natürlich nicht ins Detail gehen, ist doch klar. Was ist denn daran jetzt irgendwie ein Vorteil für Russland? Jede Eskalation. Die Russen haben keine Waffen mehr. Die Russen wüssten gar nicht, wie sie sich gegen den Westen wehren sollten, außer mit ihren Atomraketen. Und
Die NATO will doch überhaupt gar nicht gegen Russland kämpfen. Also, warum sollte die Situation jetzt eskalieren? Die NATO würde sich nur verteidigen. Und eine Verteidigung setzt voraus, dass irgendjemand mit seinen Soldaten NATO-Gebiet betritt. Wie soll es also zu einer Eskalation kommen, wenn Russland das nicht macht? Fragezeichen. Ich habe das schon in diversen Videos ausführlich erklärt. Ich werde bestimmt auch eins davon irgendwie mal hier in der Infocard verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Das heißt also, je näher wir im Endeffekt einer neuen Kuba-Krise kommen, umso besser für Russland aus strategischer Sicht. Und das wissen auch ganz genau die Kollegen in den USA und in der NATO. Deswegen ist natürlich auch deren Ziel, das möglichst zu vermeiden. Und wenn es tatsächlich jetzt dieser Vorfall. Alex, du hast recht. Die NATO und die USA, die wollen tatsächlich jeden militärischen Konflikt vermeiden. Das ist Ziel dieses Bündnisses. Hast du gut verstanden? Der gestrige Vorfall eine Provokation seitens des Kiewer Regimes gewesen ist, um da auf diese Weise zu versuchen, die NATO in den Konflikt militärisch mit reinzuziehen. Also sie tatsächlich, NATO ist ja sowieso schon beteiligt, aber dass NATO auch wirklich eigene Truppen schickt und ja, praktisch einen direkten militärischen Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO, wenn sie das eben provozieren wollten durch diese mögliche Provokation, wie gesagt, mögliche Provokation. Ja, möglich, natürlich, alles ist möglich. Es kann auch sein, dass das Rotkäppchen das war. Das Rotkäppchen aus Versehen auf den Knopf von der Rakete gedrückt hat und die Rakete aus Versehen in Richtung Polen ausgerichtet war. Könnte auch der Wolf von den sieben Geißlein gewesen sein. Also, es könnte ja im Grunde genommen eine Märchenverschwörung sein. Ne? Dann spielen Sie damit, wie gesagt, nur Russland in die Hände. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, ihr habt es gehört, alles ist möglich. Und die Ukrainer, die sind jetzt wieder die Bösen. Die haben jetzt den NATO angegriffen, um die NATO dazu zu bringen, ihre Truppen, ja, gegen Putin in die Schlacht zu führen. Ja, so ist das. Es ist schon schrecklich genug, dass in Europa Hunderte von Raketen jeden Tag durch die Luft fliegen. Und es ist auch ganz bestimmt ganz fürchterlich, dass die Leute dabei sterben. Aber in erster Linie greift immer noch Russland die Ukraine an. Und gut. Es ist nicht schön, wenn bei der Verteidigung eines Landes eine Rakete sich auf ein unbeteiligtes Land verirrt, wie auch immer, und da Schaden anrichtet. Aber das wird man im Krieg nie vermeiden können. Vor allen Dingen nicht, wenn es wie in Europa alles so eng beieinander liegt. Also ich will das nicht entschuldigen, um Gottes Willen, aber davon Absicht zu reden oder der Ukraine Absicht zu unterstellen, das finde ich schon wieder mal sehr gewagt und sehr schwierig. Aber als russischer Propagandaminister muss man sowas ja sagen. Gut, das war es mal wieder von der russischen Welt, die uns wieder erklärt hat, wie schlecht doch die Ukraine ist
und wie gut doch Russland ist. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, bis demnächst. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu diesem